Ja, last but not least. Undertale. Ja. Ja, cooles Spiel, findest du? Verdammt cooles Spiel. Also ich muss halt ganz offen ehrlich sagen, Undertale ist so eins von diesen Spielen. Sie gehören irgendwie in die Speedrun-Szene wie Sahne auf ein Eis. So muss man das wirklich am besten beschreiben. Ich meine, warum du es spielst, muss ich nicht fragen. Außer. Es macht halt Spaß. Genau. Es ist Undertale. Ja. Man muss halt sagen, Undertale hat wirklich für jeden was dabei. Sei es jetzt, man möchte da mal doch ein bisschen goriger sein oder eher den netten. Es heißt für jeden was dabei, so viel kann man da schon mal sagen. Die Frage ist natürlich immer gerade, was die Glitches angeht. Ach so, ja. Hat nur gerade eine kurze Ansage von der Technik bekommen, also alles okay. Wie bist du mit den Glitchen umge also wie gehst du mit den Glitchen um? War das für dich eher was, wo du sagst, okay, kann man machen, oder hast du damit ein bisschen Struggle gehabt? Also es ist halt am Anfang nicht ganz so einfach, vor allem die schnell zu machen. Also den Glitch selber zu machen ist halt nicht wirklich schwer. Du drückst halt die rechte Pfeiltaste und C gleichzeitig. Dann drückst du ein paar Mal Z und hast schon geskippt. Aber das halt schnell zu machen, also es ist halt, du musst auf genau dem richtigen Pixel sein. Es ist alles nicht so einfach, das vor allem schnell zu machen. Es zu machen ist nicht schwer, schnell zu machen ist, ja. Und natürlich muss man die Punchcard selber halt schnell aufmachen können. Wenn man hier einmal pro Sekunde Z tippt, verliert man jedes Mal Zeit. Kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Ja, zu sonst zu Undertale kann man nicht viel sagen, außer was ist dein Lieblingssong? Oh, wahrscheinlich hier Spider Dance. Das ist der Song, der beim Moffat Ich schon weiß. spielt, den wir leider geskippt haben. Da 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 da. Ja, genau. Es ist ein großartiges Spiel. Es freut mich, dass du das uns gezeigt hast. Hast du Gerne. Lieblingscharaktere, die du immer wieder gerne nimmst, oder wie stehst du? Also ich finde Sans halt ganz lustig. Also vor allem Casually fand ich halt, ja. Ich hab bisschen viel gelacht immer bei seinen Witzen. Das ist doch immer was Schönes. Und ich nehme an, du hast ja alle Kategorien, also beziehungsweise besser gesagt, alle Endings durchgespielt, nehme ich Ja, mal an. auch Speedrun-mäßig. Wenn wir jetzt mal den Speedrun rauslassen, ich weiß, das ist jetzt eine Frage, da muss ich schon eine Triggerwarnung aussprechen. Lieber Chat, es ist eine ehrliche und persönliche Meinung. Bitte annehmen, aber was ist dein Nee, das Genocide-Ende. Lieblingsende? Also der Sams-Kampf und der Online-Kampf macht sehr viel Spaß. Und Ja. ich finde es auch halt von der Geschichte her ziemlich cool, wie dann halt Wie gesagt. alle Monster halt ziemlich panisch werden und so. Ja. Wie gesagt, das bitte hinnehmen. Ich kann es nachvollziehen. Das Spiel ist aber, man muss sagen, das Spiel ist halt wirklich schön. Also hat Toby Fox wirklich ein super Spiel gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und du hast einen super, super geilen Run hingelegt. Du hast wirklich uns nochmal zum Abschluss nochmal richtig schön gezeigt, wie geil es ist, ein Speedrun zu machen. Mit Musik, mit allem drumherum. Daher vielen lieben Dank dafür. Danke, dass du für uns den Abschluss gemacht hast von einem super ZFM. Lieber Dude, von allen, die jetzt hier noch da sind, Applaus, Rummel, alles rausgeben! Dankeschön, Dankeschön. Ich fühle mich auch geehrt, hier zu sein. Ich fühle mich auch geehrt, hier zu sein. Es ist immer wieder was Tolles, so wunderbare Runner wie dich zu haben. Daher, von meiner Warte her schon mal dickes, dickes Danke an alle Runner, die dabei waren, an alle Besucher, an einfach alle. Ich übergebe das Wort gleich an unseren Weser, der Veranstalter quasi, also der von Germansh, der Verantwortliche ist. Der hat noch ein paar Worte an euch zu richten. Daher noch ein letztes Mal zurück in die Regie. Und fettes Rummel an alle!